Firmen fangen an, ihre Regenbogenflaggen zu hissen. Viele Unternehmen nutzen die Regenbogenflagge der LGBT-Plus-Community als Werbesymbol. Auf Social Media sieht man auf einmal überall queere Themen. Die einen sagen, homosexuelle Menschen kommen doch in den Medien sowieso schon viel zu sehr vor. Das ganze queere Thema ist doch schon viel zu groß und eigentlich überrepräsentiert. Ich bin Jürgen Lenders, ich bin der queerpolitische Sprecher der Freien Demokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag. Und wir wollen heute über Mythen in der queeren Politik sprechen und diese Mythen dann auch aufklären. Jetzt bei Debunk. Mythos Nummer 1. Queere Menschen sind doch längst gleichberechtigt. Ist das wirklich so? Schauen wir uns mal drei Beispiele an. 2019 stiegen die Straftaten gegen queere Personen im Vergleich zum Vorjahr um 60%. Außerdem fehlt eine Antidiskriminierungsbestimmung für sexuelle Identität im Grundgesetz. Dort steht in Artikel 3 nur, dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert werden darf. Wir wollen deshalb das Grundgesetz um den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität ergänzen. Beispiel Nummer 2. Die Diskriminierung von Homosexuellen, Bisexuellen und Transpersonen bei der Blutspende. Homo- und transsexuelle Menschen dürfen in Deutschland kein Blut spenden, weil sie statistisch häufiger mit HIV infiziert sind. Eine Argumentation, die Menschen diskriminiere, finden die Initiatoren des Bundestagsantrags. Ein interessanter Fakt für euch zwischendurch. In diesem Jahr ist die Ansteckungsrate, die AIDS-Ansteckungsrate, bei heterosexuellen Personen größer als bei homosexuellen Personen. Männer, die Sex mit Männern haben, werden also anders behandelt als Männer, die Sex mit Frauen haben. Wir schaffen die Diskriminierung bei der Blutspende für Homosexuelle, Bisexuelle und Transpersonen ab. Beispiel Nummer 3. Bekommt ein verheiratetes lesbisches Paar ein Kind, ist die Co-Mutter nicht automatisch auch juristisch Elternteil des Kindes. Sie muss das Kind adoptieren. Bis heute sieht das Abstammungsrecht vor, dass Neugeborene Mutter und Vater haben. Gleichgeschlechtliche Paare ziehen juristisch betrachtet den kürzeren, denn eine gemeinsame Mutterschaft gibt es nicht. Deshalb will Justizminister Marco Buschmann die rechtliche Co-Mutterschaft in dieser Legislaturperiode ermöglichen. Queere Menschen werden in Deutschland in der Gegenwart nicht nur im Alltäglichen, sondern auch rechtlich diskriminiert. Es gibt zwar Fortschritte, aber wenn wir mal ehrlich sind, von Gleichberechtigung können wir an dieser Stelle noch lange nicht reden. Mythos Nummer 2. In Zukunft kann jeder einfach sein Geschlecht wechseln. Bisher müssen Menschen, die ihren Personenstand ändern wollen, einen sehr aufwendigen und kostenintensiven Weg gehen. Denn das geltende sogenannte Transsexuellengesetz hat ihn abgehalten. Es fordert unter anderem ein langwieriges Gerichtsverfahren und zwei psychologische Gutachten. Und bis 2011 mussten sich Transpersonen sogar sterilisieren lassen, um ihren Geschlechtseintrag ändern lassen zu können. Stellt euch mal vor, das wäre euch so gegangen. Heute müssen sie sich Fragen gefallen lassen, wenn sie ihr Geschlecht ändern wollen, welche Unterwäsche sie tragen oder wie oft sie masturbieren oder an was sie dabei denken, wenn sie masturbieren. Das sind sehr intime Fragen und das geht nun wirklich niemandem was an. Wiederholte Erfahrungen von Diskriminierung sind belastend und erhöhen das Risiko, gerade bei Transjugendlichen eine Depression oder Angststörung zu entwickeln. Laut einer Studie in den USA hat jeder zweite Transmann, jeder zweite, zwischen 11 und 19 schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Über die geschlechtliche Identität eines Menschen kann niemand besser urteilen als dieser Mensch selbst. Wir wollen deshalb das Transsexuellengesetz endlich abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen und damit die Rechtslage von transgeschlechtlichen Menschen in Deutschland verbessern. Mythos Nummer 3. Überall Regenbogenflaggen. Queere Menschen sind in der Öffentlichkeit doch vollkommen überrepräsentiert. In den Medien wird queeren Personen immer noch häufig das Bild des bunten, schrillen Vogels zugeschrieben. Fakt ist aber, dass queere Menschen jahrzehntelang aus der Öffentlichkeit verdrängt wurden oder ihre Sexualität auch überhaupt nicht öffentlich werden durfte.
dass sie nun entweder durch die Regenbogenflagge oder durch zum Beispiel queere Rollen in Filmen, in Serien oder in der Werbung dargestellt werden, das ist richtig und es ist wichtig. Fazit: Queere Rechte sind Menschenrechte. Sie sind nicht verhandelbar. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen müssen als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher Realität anerkannt werden. Für uns als liberale Fraktion sind die Rechte von queeren Menschen ein zentrales Freiheitsthema. Wenn euch diese Folge von Debunked gefallen hat, dann schaut doch mal in unsere Playlist rein. Da werdet ihr auch die anderen Folgen von meinen Kolleginnen und Kollegen finden.